So, da wären wir wieder und wir versuchen gerade die Stelle zu finden, wo die Plasmaspur weitergeht. Ja, jetzt ist das eingetreten, was ich vorhin meinte. Man weiß ja nicht, wo die Spur herkommt und wo sie hinführt. Ich glaube, ich gehe gerade wieder zurück. Nö. Hier ist einfach nur ein Stein auf dem Boden und kein Stein weiter. Doch, da. Ah, ja, war der Weg zurück. Also hier ist die Feuerballfalle. Von hier aus müssen wir weiter rein. Da geht's weiter. Jetzt links oder rechts? Rechts geht weiter. Linksrum wären irgendwo die Ratten gewesen. So, jetzt sind wir bei dem Schlangdingens. So, linksrum, rechtsrum. Und dich habe ich vergessen. Die respawnen hier, ja. Sogar recht häufig und schnell. Irgendjemand verletzt. Hey, yo. Dann mach du mal ein Feuerschild. Und ein Magieschild. Und jetzt können wir weiter. Und trotzdem wird Nabi fast gewone-hittet. Was ist das denn? Ist der gerade geflohen? So. Wir sind hart angeschlagen. Also irgendjemand ist jedenfalls verwundet, sonst wäre er nicht so langsam. Jo, ja. Du trinkst auch gleich mal ein auf deinen Durst. Und Elijah selbst sollte auch noch was trinken. Ja, es ist zwar eigentlich Verschwendung, aber ich will durch dieses Gebiet hier möglichst schnell durch, denn ich kann die Augen absolut nicht ab. Also wir sind jetzt zwar schon stark genug, um ein, zwei Treffer von denen auszuhalten, aber trotzdem Flächenschaden und Wunden verursachen ist echt üble Kombination. So, und hier ist unsere vierte Kiste, wo die Drachensteaks drin sind. Ja, also wir haben definitiv genug Essen. Für eine ganze Weile. So, Zoom. Na komm. So, das war das Zoom-Rätsel. Wir gehen jetzt richtig schön die Liste durch, die ich aufgeschrieben habe, um nach unten zu kommen. Und irgendjemand ist hier ganz schnell hinter uns her. Okay, der Helm bleibt hier und ich höre noch jemanden ganz schnell laufen. Dann lauf mal ganz schnell in unseren Feuerball rein. Hört sich jetzt ganz schön weit weg an. Wow. Uns gerade selbst gefeuerballt. Was soll das denn? Der hat bestimmt. Ja, der hat selbst Schild geklaut. Und der steht auch noch falsch. So, lauf da mal durch. Komm zurück, Mann, du hast unser Schild. Ich will jetzt hinterher laufen. Zumal er eine Fußwunde hat und alle anderen auch angeschlagen sind. Da will ich nicht durch die Walachei laufen. Aber er scheint nicht wiederzukommen. Das wäre ja fies geskriptet, dass sobald sie irgendwas geklaut haben, dass sie dann weglaufen vom Spieler. So, Schild. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Und sonst hat er wohl nichts geklaut. Ja, die sind echt nervig und verbrauchen jede Menge Mana. Also, wenn man nicht ordentlich treffen kann, so wie ich. So, wo geht's jetzt weiter? Hier nicht. Hier ja. Dum, 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 dum. Ja, hier ist die Spur recht gut gelegt. Man kann immer aufhören, wo der letzte ist. Dann guckt man sich ein bisschen um und sieht gleich den nächsten. Oh, dich ignorieren wir mal gepflegt. Dich können wir nicht ignorieren. Du machst Aua.
Irgendwas war da hinter uns und ist vor uns und können wir nicht umgehen. Na gut, dann kommen wir hier rein. In den Gang will ich nämlich nicht, der könnte uns was von der Seite anschießen. So, und weiter einfach laufen. Das Auge oder was auch immer da gezaubert hat, wird auch ignoriert und runter. Schön. Schlafen wir mal hier. Vorher gucken wir noch, ob jemand Heiltränke über hat. Die werden schon mal reinsortiert. So, schlafen. Und dann werden gleich Elijah und Navi wieder ihre Heiltrankaktion durchziehen. Zup, zup. Du und du. So kommen wir zum einen schneller nach unten, weil wir nicht ganz so viel schlafen müssen. Dadurch verschwenden wir auch nicht besonders viel Essen. Und die beiden trainieren weiter fleißig Priesterlevel, damit sie mehr Mana haben. Denn das geht teilweise ja doch schon ganz schön schnell runter. Und wir brauchen jede Menge Mana für die Kämpfe gegen die Dämonen. Das haben wir ja auch gesehen. So, das war's aber auch gleich schon wieder in Flaschen. Zip, zip. Und die eine noch. So, du hast keine leeren, du hast keine leeren, du hast keine leeren und du auch nicht. Schön. Schlafen. Ihr beiden könnt schon mal ordentliche Feuerbälle vorbereiten. Die dürften sie inzwischen auch hinbekommen. Cosmog und Zed haben ja auch schon ein paar Zauberlevel. Auch wenn ich sie nicht wirklich häufig zum Zaubern benutze. Nur wenn die beiden keine Mana mehr haben. So, ihr macht dann auch ordentliche. Also dieses O-N-E, das reicht aus, um die Augen zum Beispiel zu one-hitten. Das ist mir das Wichtigste. So, er war überladen. Das kann sein, weil wir ihm noch keinen neuen Trank gemacht haben. Trinke. So. Nee. Nein, 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 nein. So. Okay, gucke ich kurz auf das Ding hier. Fulbro-Q. Ach so, Full war das N. Und den stärksten konnte er nicht. N. So. Ja. Schon ist sein Mana ganz weg. Aber gut, das hätten wir früher oder später eh machen müssen. Machen wir davon jetzt gleich ein paar mehr. Bis er wieder eine ordentliche Zahl da unten stehen hat. So, so. Fulbro. Und er sollte auch mal wieder seine Stäbe in die Hand nehmen. Navi auch, denn das macht doch ein bisschen was an Mana aus. Wo auch immer seine Stäbe abgeblieben sind. Da. Oh, das sind mal eben 18 Mana. Und er hat nur 168. Also, 10% mehr Mana ist doch ganz okay. Das reicht auch schon. So, dann machst du mal gar nichts, denn du hast schon was vorbereitet. Du machst Magieschild und Feuerschild und Feuerball und Feuerball. So. Jetzt geht's aber weiter. Hier ist gar keine Spur, wollte ich sagen, aber das kommt daher, dass hier der Drehraum ist. Drehen wir uns erstmal ein paar Mal, bis das goldene Schlüsselloch kommt. Wieder andersrum. Und wo kommst du denn her? Dich hatten wir hier aber noch nie gesehen. Ist hier irgendwo eine Geheimwand? Na gut. Und jetzt folgen wir wie gewohnt der Plasmaspur. Und ich müsste mir eigentlich merken, welche Etage wir sind, denn... Nee, die will ich nicht. Denn wir wollen ja nicht nach ganz unten. Ganz unten sind die Dämonen. Wir wollen eigentlich dahin, wo wir die Lupe benutzen müssen. Und das war entweder hier oder eine Ebene über oder unter uns. Wirklich sicher bin ich mir da ja nicht mehr. Heißt, wir schauen uns hier mal ein bisschen genauer um und folgen nicht unbedingt der Plasmaspur.
Husch. So, hier ist der Weg, den wir gegangen wären, wenn wir durch das Wasserelementargebiet gegangen wären. Und hier müsste die dritte Tür sein, die wir immer noch nicht aufbekommen haben, weil uns ein Kreuzschlüssel fehlt. Das heißt, hier geht's weiter. Da haben wir wieder ein Wasserelementar. Na gut, das bringen wir jetzt mal um. Sagte, das bringen wir jetzt mal um. Bringen wir jetzt mal um. Na also, boah, saugen die viel Mana da. Ne, hier ist nichts. Also, Spur folgen, bis wir zur nächsten Abzweigung kommen. Hier ist nirgendwo eine Abzweigung. Doch. Hier? Nö. Ist auch keine richtige Abzweigung. Hier ist eine richtige. Und ja, endlich. Goodie. Und Hosen für Elijah. Das ist das sehr schön. So, auch jede Menge Krimskrams. Aber den Krimskrams wollen wir nicht. Wir wollen endlich gucken, was die Lupe macht. Das Ding suchen wir jetzt schon seit wie viel Folgen? 10? 15? Zack. Abspeichern. Ich will hier nicht wieder hinlaufen müssen, wenn wir durch irgendwas Garstiges da drin sterben. So. Was war das jetzt? Das war ein Mini-Zoom. Okay, ist nur in einer Richtung. Und da kann man wohl irgendwas rauflegen. Was soll denn das? Vergrößere meine Sicht. Ja, ich gehe jetzt mal hinten rum rauf und klepper hier die Wände ab. Aber da ist nichts. Wir müssen wohl ganz schnell irgendwas da reinlegen. Ich hoffe mal wirklich irgendwas und nicht etwas Bestimmtes. Oh, wir haben uns gerade selber eine Hähnchenkeule an den Kopf geworfen. Und wir kommen gar nicht an das Dingens ran. Fällt mir auf. Davor ist keine Zoomplatte. Das heißt, wir kommen ein Feld vor das Feld, auf das wir müssten, und werden dann da weiterhin teleportiert. Ah, hier können wir einfach ganz schnell laufen. Nee. Hier ganz schnell laufen? Oh, fast. Ist irgendwie mit überladen. Eher nicht, eher nicht, eher nicht, eher nicht. Das war knapp. Au. Aber ich glaube, ich schummel gerade. So war das nicht gedacht. Also ich muss auch echt nur auf das Feld schaffen, denn das Feld selber ist sicher. Kommen bis auf ein Feld vor das Feld, auf das wir müssen. Und hier auch ungefähr. Was, wenn ich da was auflege? Das wird nicht. Ah, doch, das wird auch bewegt. Vielleicht kann ich das Ding so austricksen. Ich lasse das Fleischstückchen bewegen und laufe dann hinterher. Nee. Oder ich lasse mich ein Stück tragen und fange dann an zu laufen. Noch ein Stück. Das ist jetzt frustrierend. Also wir kommen endlich weiter. Also von der Story her, was wir machen müssen. Und dann so ein doofes Rätsel. Okay, kurz durchatmen. Wir werden auf das teleportieren. Von dem werden wir auf das, von dem auf das. Dann ist ein leeres Feld, wo wir hin müssen. Und dann werden wir wohin teleportiert? Auf das da? Also ich achte mal drauf, wenn wir gleich vor dem Feld stehen, auf das wir müssen. Und ich in diese Richtung weiter gucke. Nee, ich gehe mal in die Richtung. Sobald ich hier einen offenen Gang sehe, weiß ich, dass ich auf der Platte da bin. Also. Da ist ein Dreher drin. Ein Dreher ist nicht gut.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 7 Felder. Gut, hier sind 3. Hier sind 4. Okay, das heißt, da hinten ist auch kein Feld. Das heißt, hier sind jetzt 4 Felder. Dann ein leeres Feld, wo wir drauf gehen können. Da ein leeres Feld, wo wir drauf gehen können. Und dann... Ja, was dann? 1, 2, 3, 4... Also da hinten können wir drauf, da können wir drauf. Und da werden wir hin teleportiert, wenn wir hier auf die letzte Platte treten. Können wir das Hähnchen einfach darauf schmeißen? Das haben wir auch schon probiert, ne? Das müssen wir im richtigen Zeitpunkt vielleicht schmeißen. Ah. Können wir die Lupe für noch irgendwas benutzen? Ne. Und es ist auch komisch, dass wir was rauflegen müssen. Ich hätte irgendwie erwartet, dass wir da jetzt irgendwas ganz Tolles finden würden. Da ist auch kein kleiner grauer Gegenstand oder so. Da ist gar nichts. Okay, brachiale Gewalt. Einfach ganz schnell, ganz viel laufen. Das nichts. Na gut, ich speichere mal ab und in der nächsten Folge versuchen wir dann irgendwie hier weiterzukommen. So, abspeichern. 69. Und bis gleich.